Peter Klein, für die 21 Zuschauer kein Unbekannter mehr. Dickhardt führt etwas Besonderes nach Wien. Da geht es um integrale Lebensarchitektur. Was versteht man darunter? Ja, wir haben den Verein für integrale Lebensarchitektur gegründet und die Idee geht also mittlerweile über 10 Jahre zurück. Wir haben ja integralsystemische Coaches der inneren Form ausgebildet und es geht also darum, Experten, die in unserem Netzwerk sind, das können Berater sein, Trainer sein, Coaches, Ärzte, Therapeuten, auch Steuerberater, die miteinander interdisziplinär zu verbinden. Die Idee dahinter ist, nehmen wir mal so ein Thema wie zum Beispiel Burnout. Wenn jetzt ein Mensch im Burnout ist und kommt zu einem Ernährungsberater, wird ihm der Ernährungsberater vielleicht vorschlagen, seine Ernährung umzustellen. Kommt derselbe Mensch zum Sportmediziner, wird man ihm raten, mehr Sport zu treiben. Kommt er zum Psychologen, wird er ihm Fragen zu seiner Kindheit stellen, vielleicht auch eine Familienaufstellung empfehlen. Und kommt er zum Arbeitspsychologen, wird man vielleicht schauen, ob es in dem Arbeitssystem mehrere Menschen mit Burnout gibt. Und kommt dazu jemand aus dem spirituellen Bereich, wird er ihn vielleicht fragen, ob er in seiner zweiten Lebenshälfte auf der Suche nach einem neuen Sinn ist. Jetzt hat jeder dieser Experten vielleicht etwas Wertvolles beizutragen, aber laut dem Kommunikationsforscher Watzlawick besteht in so einer Situation natürlich auch immer die Gefahr, der hat das mal so genannt, wenn jemand nur einen Hammer hat, dann muss jedes Problem ein Nagel sein. Das heißt also, der Ernährungsberater wird nur über die Ernährung sprechen, der Sportmediziner wird nur über den Sport sprechen und uns geht es jetzt darum, diese verschiedenen Experten so interdisziplinär miteinander zu vernetzen, dass der Kunde davon profitiert, dass wir nach gemeinsamen Wirkungen und nach einem größeren gemeinsamen Nutzen forschen, wenn man diese einzelnen Spezialfelder zusammenbringt. Bevor ich jetzt die zweite Frage stelle, wir sind in Heides Zaubergarten, da machen wir jetzt einen Sprung. Was verstehst du unter dem Begriff Lebensarchitekt? Ich nehme mal die Metapher des Architekten. Wenn man sich dieses wunderschöne Haus hier anschaut, ist vorstellbar, dass der Architekt einen Plan hatte über das Gesamtgebäude. Vielleicht ist er noch spezialisiert darauf, die Boden zu verlegen, aber wahrscheinlich hat er einen Haufen anderer Experten eingebunden, dass das hier so schön sein kann, wie das ist, für den Garten, für die Fenster, für die Inneneinrichtung. Und die Idee ist, dass ein integraler Coach bei uns eine Art Architekt ist, der einen Überblick hat, was der Kunde braucht über die Gesamtdienstleistung, aber sich wirklich auf die Bereiche spezialisiert, für die er der Experte ist, seine Kernkompetenz hat, aber auch genau weiß, wo die Grenzen sind, was er nicht mehr kann und da auf Augenhöhe in interdisziplinären Expertenteams mit anderen Kollegen zum Wohle des Kunden dann auch zusammenarbeitet. Gut, wir sind jetzt im wunderschönen Coaching-Café und damit komme ich schon zu meiner nächsten Frage. Ihr habt einen sehr starken Bezug oder eine sehr starke Bindung zur Bildung. Um was soll es da gehen? Ja, wir haben vor, im Rahmen unseres Vereins die Akademie des wilden Denkens zu gründen. Das geht also zurück auf Philosophen, Querdenker der Geschichte. Auch die Zen-Meister hatten ja teilweise sehr unorthodoxe Methoden, um Menschen an ihre Grenzen und damit in ein neues Bewusstsein hinauszuführen. Und eine weitere archetypische Gestalt, die in unserer Akademie wieder auftauchen wird, das ist der Hofnarr, der ja über 3 Jahrhunderte ein wichtiger Ratgeber an den kaiserlichen und königlichen Höfen war. Der Hofnarr war der Einzige, der den König auch mal auf die Schippe nehmen durfte, der auch mal einen Spiegel vorhalten durfte, dass jemand in die Reflexion kommt, ohne dass er dafür bestraft wurde und dass er einen Kopf kürzer gemacht wurde.
Und wir glauben einfach, dass es heutzutage in vielen Institutionen, auch in Organisationen oder in der Politik, krankt daran, dass wir diesen Hofnarren, diesen Querdenker, diesen Andersdenker, diesen Schellen, der einen mit witzigen Ideen auf neue Gedanken bringt, dass der verloren gegangen ist. Und an unserer Akademie des wilden Denkens wird auch der Hof mal wieder eine wichtige Funktion einnehmen. Dann machen wir wiederum eine kurze magische Reise. Ja, und da habe ich jetzt eine kleine Überraschung für dich, Robert, weil wir nämlich auch im Rahmen der Akademie des wilden Denkens Interviews führen. Und mit dem Hofnarren gemeinsam möchte ich dich in der nächsten Station interviewen. Dann suche ich mir einen besonders magischen Ort für mich aus. So ist es. Ja, lieber Robert, jetzt bin ich dran, dir die Fragen zu stellen. Mit dem Reflexionsspiegel des Hofnarren möchte ich dich als den Macher vom TV21 aus der integralen Perspektive fragen. Angenommen, dir würde heute Nacht im Traum ein Narr erscheinen und der könnte zaubern. Wie würde deine Welt morgen anders aussehen? Meine Welt würde so aussehen, dass Menschen einfach gelernt haben, miteinander umzugehen, miteinander zu sprechen. Und damit, wenn die Menschen lernen, miteinander zu sprechen, sich zu verstehen, zu respektieren, einen gegenseitigen Respekt aufzubauen, ergeben sich alle anderen Probleme, verschwinden alle anderen Probleme von allein. Danke. Die nächste Frage geht ums Leben. Mit Blick in dem Reflexionsspiegel, was bedeutet ein gutes Leben für dich persönlich? Ein gutes Leben ist, dass ich mir meine Wünsche erfüllen kann. Dass ich, da geht es jetzt nicht um materielle Wünsche, sondern da geht es um ideelle Dinge. Dass ich aufstehe, dass es kann sein, dass die Sonne scheint und es erfreut mich. Es kann sein, dass es regnet, aber es mich trotzdem freut, weil ich einfach an diesem Tag den Regen mag. Einfach ja, weg von materiellen, sondern eher mehr zum ideellen. Und die dritte Frage aus der Perspektive des Architekten, der auch etwas umsetzt in der Welt. Wie kann ein ganz erster konkreter Schritt ausschauen, wie so ein erster Grundstein, den du persönlich für dieses Ziel auch setzen wirst? Auf die Menschen zugehen. Offen zugehen und empfänglich sein für die Probleme, die die Menschen haben. Und zuhören. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige, dass wir den anderen immer zuhören. Und das ist etwas, was ich umsetzen kann und auch möchte. Lieber Robert, das war mir ein Vergnügen, den Interviewer von TV21 zu interviewen. Danke. Danke. Gut, Peter, wir waren gerade am Herzteich in Heides Zaubergarten. Jetzt meine Frage, welche Projekte, um was geht es da eigentlich? Ja, es geht eben um Herzensprojekte. Wir haben zum Beispiel in Nürnberg gerade ein Flüchtlingsprojekt gemacht, wo es in Nürnberg in Deutschland darum geht, Flüchtlinge bei der Integration zu unterstützen. Am Wochenende gibt es eine Konferenz mit Dr. Rüdiger Dahlke, einem Mediziner, der sich schon sehr früh dafür eingesetzt hat, psychosomatische Zusammenhänge zu erkennen zwischen Geist und Körper. Und das ist so die Richtung für das, worum es geht. Wir laden Menschen ein, auf der Plattform der Illa ihre Herzenswünsche zu realisieren. Was ist die Vision der Illa? Also ich habe schon vor einigen Jahren, wie wir mit unserer Ausbildungsgruppe begonnen haben, die Vision gehabt, dass ich gesagt habe, der integralsystemische Coach mit der inneren Form sollte um die Welt gehen. Nicht, weil wir das jetzt für uns unbedingt brauchen, aber ich sehe ganz einfach, wenn man auf die Entwicklung schaut, in der Gesellschaft, auch ökologisch mit dem Thema Nachhaltigkeit, auch jetzt Thematiken wie Flüchtlinge, dann glaube ich, dass es so ein interdisziplinäres Netzwerk von Forschern, die auf hohem Niveau die Köpfe zusammenstecken, um andere Lösungen zu finden, der Bedarf in der Welt wahrscheinlich noch nie so groß gewesen ist. Und wir werden zum Jahresende jetzt schon die ersten 15 Labs haben, also die ersten Labore,
wo einzelne Plattformen eröffnen, wo sich Menschen zusammenschließen in 6 Ländern. Und das zeigt mir einfach, dass die Zeit reif ist für diese Mission. Die Vorsitzende der integralen Lebensarchitektur, also das heißt des Vereines. Wie kommt man auf diesen Gedanken, so etwas zu schaffen, so etwas zu machen? Ja, wie kommst du auf die Idee, was Neues zu machen? Eigentlich, wenn es was fehlt. Und ich habe gemeinsam mit Peter und auch mit Bernd und auch mit Stefan schon seit vielen Jahren Menschen ausgebildet im integralen Bereich. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, was braucht es, dass die Menschen auch mehr Impulse kriegen und mehr Mut kriegen, das, was sie gelernt haben, auch diese Bewusstseinsentwicklung in die Praxis umzusetzen. Das ist so ein ganz großes Anliegen. Und die integralen Lebensarchitekten schaffen Räume und sind Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die da eine Plattform haben bei den integralen Lebensarchitekten, wo sie mit ihrer Kompetenz und aber auch mit der Unterstützung von anderen in die Pötte kommen. Ja, also manchmal braucht man auch, gerade wenn man neue Ideen hat, neues Bewusstsein, das ist ja auch ein ganz persönlicher Prozess, den man gemacht hat, dann braucht man auch die anderen, das geht nicht alleine. Also jeder versucht dann, das ist ja so das Übliche, ich mache zig Ausbildungen, werde immer mehr Experte und dann versuche ich, mein Ding zu machen. Und viele scheitern daran. Gute Leute, die so ein tolles Potenzial haben, und auch viele Frauen, die trauen sich nicht. Die Männer trauen sich oft ja noch eher, aber die Frauen, die mindestens genauso ein gutes Potenzial haben, trauen sich dann oft zu wenig. Und in dem Moment, wenn man einen Raum schafft, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man sich den anderen nicht als Gegner oder Konkurrent sieht, ja, sondern Wege der Zusammenarbeit sucht, Projekte, in denen man was ins Leben ruft oder wenn man in die Firma zurückgeht mit dem, was man gelernt hat, dann sich mal wieder mit den anderen trifft und sich austauscht und das, die Erfahrungen, die man bei der Umsetzung gemacht hat, reflektiert und wieder weiter dran arbeitet, dann stärkt es. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Motivation, weil integral, man kann viel diskutieren über integral, neues Bewusstsein und wir müssen was verändern, aber wir müssen auch tun. Ja, also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der nur redet. Ja, mir ist es immer wichtig, auch ganz praktisch was zu tun. Also ich gehe nicht nur in Vorträge über Ernährung, ich habe auf meiner Terrasse auch einen Garten mit Kräutern, ne? Und solche Dinge. Und oft sind es ja nicht so große Dinge, manchmal sind es nur kleine Dinge, aber manchmal sind es auch große Dinge, die man gemeinsam schafft. Wie jetzt zum Beispiel die Veranstaltung mit Dahlke, wenn da mehrere Leute zusammenkommen, dann schafft man das gemeinsam. Ja, und dann wird auch was anderes draus. Wenn eine Person allein nur seine Energie und sein Spirit, sein Feld da reingeht, dann entsteht da nicht so viel draus. Das wissen wir schon aus den Aufstellungen. Wenn da viele ihre Energie und ihr Feld mit reingehen, da entsteht eine ganz neue Qualität. Ja? Ich spreche da manchmal von der überindividuellen Kraftpotenz, die dann entsteht. Das ist nicht nur die Summe der Teile, sondern da entsteht eine neue Qualität. Verstehe. Und ich glaube, dass wir in Zukunft diese Qualität auch brauchen. Wir lösen die Probleme nicht mehr alleine, auch weltweit. Nur ein Land schaut, dass nur seine Interessen auf Reihe kriegt. Das sieht man bei den Flüchtlingen. Da müssen alle zusammenhalten oder muss uns auch bewusst werden, dass wir
mit unserer Art zu leben, mit der Politik in unserem Land, auch mit der Wirtschaftspolitik, Situationen verursachen, dass es Kriege gibt. Deutschland ist der drittgrößte Waffenproduzent, muss man ja auch mal sehen. Ja. Also das Waffengeschäft lebt von Kriegen. Ja. Ne? Und Kriege produzieren Flüchtlinge. Also verstehst du, man kann nicht nur mehr an den Gewinn denken, ich mache das und das und dann bekomme ich den und den Gewinn. Das große Gesamt. Ja, sondern der Bumerang kommt zurück. Ja, das heißt, also es geht darum, viel besonnener mit diesen Dingen. Gut, und jetzt sind wir beim meditativen Teil, wie man unschwer erkennt, angekommen. Nach getaner Arbeit nun eine kleine Meditation.